Hi, Markus hier. Zum Jahresende begrüße ich euch mal wieder hier aus dem Wald, denn ich habe zum einen noch einen Knoten zu zeigen. Da habe ich schon mit einigen von euch geschrieben und das möchte ich gerne noch dieses Jahr zeigen. Und zum zweiten möchte ich so ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen. Wenn ihr Freude daran hat, dann bleibt einfach dabei. Verwende ich an dieser Stelle einen Prusik-Knoten. Ihr kennt es im Prinzip aus dem Felsklettern. Da gibt es den gesteckten Achterknoten oder den gebundenen Achterknoten. Und genauso mache ich es hier auch. Dadurch, dass das sehr, sehr eng und friemelig ist, mache ich hier einen gesteckten Prusik-Knoten. Den zeige ich euch jetzt, weil es damit um einiges einfacher geht. Und jetzt geht es an den versprochenen Prusik-Knoten, der gesteckt ist. Ihr habt ja gemerkt, bei meinem Video, ich verlinke es euch oben nochmal, habe ich nur ein Seil, an dem ich hier einen Holzdübel hatte und hier eine Schlaufe wollte, die ich verstellbar machen kann. Also, ich nehme dieses offene Ende hier und mache eine Schlaufe und lege sie über dieses Stück. Hier hatte ich den Holzdübel dran. Jetzt geht es darum, hier an der Stelle diesen Prusik-Knoten anzubringen, aber ich habe ja im Prinzip hier nur eine Seite. Wie mache ich das jetzt? Also ich gehe hier rüber und mache, wie ich es von den Prusik-Knoten kenne, einfach mal zwei oder drei Schlaufen. Ich habe mich jetzt hier für zwei entschieden. Das heißt, ich habe jetzt die eine Seite des Prusik-Knoten schon und gehe jetzt auf die andere Seite rüber und wieder hier unten drunter durch und mache die gleichen zwei Schlaufen an der Stelle nochmal. Und jetzt kann ich den Prusik-Knoten schon zusammenziehen. Und habe hier den Prusik-Knoten liegen. Wenn ich den jetzt fest zuziehe, ich sortiere den mal und mache mal fest. Dann habe ich die Möglichkeit, hier diese Spannung aufzubauen und die Schlaufe zu vergrößern oder zu verkleinern. Das ist im Prinzip der Prusik-Knoten gesteckt, um am Ende eine Schlaufe zu haben. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den gesteckten Prusik-Knoten alle Fragezeichen auflösen und ihr habt die Möglichkeit, diesen Knoten auch nachzumachen. Vielleicht braucht ihr ihn auch mal für was ganz anderes. Einfach mal ausprobieren, ist eine feine Sache. So, und wer möchte? Ah, hallo, da ist auch noch einer unterwegs. Und wer möchte, der bleibt jetzt einfach dran und kann sich noch den Jahresrückblick anschauen. Ja, dieses Jahr habe ich mich ja entschieden, dass ich sozusagen diese Videos als zusätzliches Bilderalbum für mich und für meine Erlebnisse einfach auf YouTube einstellen möchte, damit ich auch in Zukunft einfach noch ein bisschen meinen Touren nachfrönen kann. Bisher habe ich das ja immer auf Komoot getan, da habe ich viele Bilder eingestellt und ja sozusagen eine Art Blog verfasst, was ich auf diesen Touren erlebt habe. Und ich muss sagen, dieses Jahr, das jetzt auch in Bewegbildern zu machen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich selber schaue meine Videos auch gerne mal im Nachhinein an, um einfach noch mal zu erspüren, was habe ich denn da alles erlebt. Manchmal geht so schnell alles rum, was man unterwegs erlebt. Und wenn man sich's im Nachhinein nochmal anschauen kann, dann ist es einfach nochmal was Besonderes. Und ihr habt es in einem meiner letzten Videos gesehen. Für mich ist ganz besonders wichtig, dass ich möglichst ressourcenschonend unterwegs bin. Das heißt, ohne Auto, ohne Bus, wenn es möglich ist, einfach nur raus aufs Fahrrad sitzen, auf die Inliner und dann in der Natur und von dort aus weitere Touren machen. Und ich habe das gemerkt, dass es jetzt dieses Jahr noch ein bisschen intensiver wurde und dass ich da
ja einfach noch mehr Ruhe und Entspannung rausgezogen habe. Nämlich das ist eigentlich der Punkt, um den es mir bei vielen meiner Outdoor-Aktivitäten einfach geht, wenn ich hier im Wald bin. Ja, ich lausche der Natur, ich höre die Stimmung in der Natur, ich höre die Vögel und die anderen Tiere, ich höre den Untergrund, wenn er raschelt und rauschelt, wenn ich unterwegs bin. Und ja, da komme ich einfach ganz und gar zu mir und kann entspannen und einen Ausgleich ja, zu meinem anderen Alltag finden. Und das ist einfach eine wunderschöne Waage, die sich da jetzt nicht nur in Form von meinen Wanderungen, die ich bisher gemacht habe, sondern jetzt auch in Form von dem, was ich jetzt vielleicht auch transportieren kann in den Videos, euch vielleicht auffordern, einfach auch rauszugehen, auch solche Touren zu machen, auch diese Natur zu erleben, zu spüren, wie fühlt sich die Natur an, wie ist der Untergrund, was höre ich für Stimmen der Natur. Das ist ein ganz, ganz großer Teil von dem, was ich gerne mit meinen Videos transportieren möchte. Und ich merke für mich selber, ich kann da total abschalten und entspannen. Und ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber. Ich habe euch ja ein bisschen teilhaben lassen an meinen kleinen Bauprojekten. Ich glaube, ich habe das Gefühl, es hat auch vielen von euch wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen, vielleicht auch mal selber auszuprobieren. Ja, auch da geht es wieder um dieses Thema autark bzw. auch ressourcenschonend zu sein und sich einfach auch Dinge aus Abfallprodukten oftmals ja auch selber zusammenzubauen. Und das ist auch ein Teil, der jetzt hat in diesen Videos noch mal ein bisschen mehr reinkam. Ich habe das früher einfach gebaut, habe es genutzt und damit war das gut. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich diese Videos gemacht habe, bin ich noch mal ein bisschen tiefer in diesen Bau, in diese Konstruktion reingegangen und habe selber auch noch mal sehr, sehr viel dabei gelernt. Habe vielleicht die Dinge einfach auch noch ein zweites Mal gemacht, weil sie beim ersten Mal nicht funktioniert haben, wo ich vorher gesagt habe, für mich reicht es eigentlich ganz gut. Und dadurch konnte ich selber auch noch mal ganz, ganz viel mitnehmen. Also diese Bauprojekte in diesem Jahr, die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, ein paar Ideen habe ich noch. Da wird es bestimmt auch noch was im nächsten Jahr dazu geben. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was gab es dieses Jahr alles. Also ich habe zum einen Trekkingtouren gemacht, Sonnenaufgangstouren hier in Baden-Baden auf den Bartert hoch. Ich habe kombinierte Touren gemacht, wo ich am Laufen war und auch am Paddeln war. Und ich habe auch Fahrradtouren gemacht am Bodensee, die mir sehr, sehr gut gefallen. Also im Endeffekt alles, was dieses Naturerleben ausmacht. Es waren ein paar Overnater dabei, aber ehrlich gesagt gar nicht so viel, wie ich machen wollte. Mein Fuß, das habt ihr ja mitbekommen, hat mich ein bisschen eingeschränkt. Da war es mit Laufen nicht allzu viel. Aber das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen, dass die Overnighter ein bisschen mehr reinkommen. Ja, und ich denke vor allen Dingen mehr Tagestouren, wo man noch ein bisschen tiefer in die Natur eintauchen kann. Also ich merke das schon, wenn ich nur 2 Tage unterwegs bin mit einer Übernachtung. Dieses Naturerleben ist einfach nochmal viel, viel intensiver, als wenn man nur an einem Tag unterwegs ist. Und das auch mal für mehrere Tage zu machen, darauf freue ich mich ganz besonders. Egal, ob es jetzt dort Packraft-Touren sind, die mehrfach oder mehrere Tage lang gehen, oder ob es Fahrrad- oder Wander- und Trekking-Touren sind. Irgendwas von der Art werde ich wohl noch ein bisschen intensivieren. Ja, und jetzt zeige ich euch vielleicht einfach mal ein paar Bilder von dieser Vielfalt an Touren. Vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen eine Inspiration mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away. Ja, jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr noch ein paar Eindrücke, Inspirationen und auch vielleicht Aufklärung, gerade was den Knoten angeht, mitnehmen konntet. Insofern wünsche ich euch jetzt zum Ausklang des Jahres alles, alles Gute fürs neue Jahr und freue mich schon, wenn wir uns dort wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.